Leute, ich hab keinen Bock drauf. Hier ist ein Goldklumpen drinnen, nämlich das ist ein Goldschatz. Darauf habe ich Bock, aber ich habe auf das, was ich jetzt mache, gar keinen Bock. Und zwar, das hasse ich. Ich habe es auch ewig nicht gespielt. Ich glaube, fast 2 Jahre, ab und zu ein, zwei Runden. Aber diesen Solo-Modus habe ich, glaube ich, 2 Jahre nicht gespielt. Und zwar, es handelt sich um den normalen Battle Royale Fortnite-Modus. Den spielt aktuell 542.000 Leute. Null bauen. Das ist mein Modus, den ich sonst immer zocke. Zocken 280.000 Leute. Aber ich sag euch ehrlich, Leute, mit diesen ganzen Bauen, da komme ich einfach nicht mehr mit. Ich bin zu alt. Aber wir werden heute reingehen und wir werden gucken, ob ich noch ein bisschen mehr drauf habe als Zahnbelag, Leute. Ich werde jetzt eine Runde zocken. Wenn ich direkt down gehe, ist egal. Dann ist das Video vorbei und ich spiele den Modus nie wieder. Ja? Okay, let's go. Und es ist eine Frechheit, dass sich mal 3 Leute gefühlt den Creator-Account Stani eingetragen haben. Wird jetzt mal wieder Zeit, Abfahrt. Gebt euch mal, Leute. So, Freunde, wir sind jetzt auch schon in der Runde drin. Ich sag euch ehrlich, ich habe gar keine Lust. Wir werden jetzt am heftigsten Spot überhaupt landen, dass es natürlich sehr interessant wird und die Runde wahrscheinlich nur 5 Sekunden dauern wird. Und zwar hier in der zweiten Villa, und zwar beim Halbmond. Da soll wohl noch ein dickerer Tresor sein. Ich habe zwar keine Ahnung, ich lande da auch gerade das erste Mal. Also ich weiß nicht mal, wie das Haus aussieht, wie man da reinkommt und wie man in den Tresor reinkommt. Aber irgendwie werden wir es schon herausfinden. Und da soll wohl die mythische MK7 sein. Zumindest soll die ab und zu da sein. Das ist ja irgendwie immer so zufällig. Ich bin gespannt, was für Waffen da sind. Ich bin gespannt, wie viele Gegner hier landen. Aber ich habe schon gehört von einigen Leuten, das soll wohl hier das nächste Tilted Tower sein. Bitte lasst mich an. Ja, ich sag euch ehrlich, das war wieder clever gewesen, dass ich den Renegade Raider ausgewählt habe. Real Rap Renegade Raider. Die Gegner haben auf einmal 10% mehr Skill Level, wenn die einen sehen, weil die einen unbedingt killen wollen. Ich sag euch, also ich check auch nicht warum, aber das ist von vielen. Wenn die so einen OG-Skin sehen, die wollen den unbedingt... Jetzt hat er ausnahmsweise noch ein bisschen Glück gehabt, Leute. Ich sag euch, OG-Skins wollen die unbedingt killen. Aber es ist egal, Leute. Renegade Raider muss auch mal wieder ausgepackt werden. Einfach, um die alten schönen Zeiten sich zu erinnern. Aber ich glaube sogar, dass viele, die vielleicht gerade mit Fortnite angefangen haben, den Skin gar nicht mehr kennen. Bro! Wie stark ist denn das Geschütz, Alter? Das hält ja 300 Milliarden Schüsse aus. Holy moly, Macaroni. Okay, also das ist auf jeden Fall schon mal so eine super teure Extremvilla hier. Ich weiß, also wir müssen irgendwie unten rein. Aber erstmal bräuchte man vielleicht ein paar Waffen. Ich werde hier auch direkt rein. Also ich will auch ein paar Kills machen. Ich werde jetzt hier nicht die ganze Zeit... Da ist einer. Da ist einer. Den holen wir uns. Super, Kill geklaut. Das war es dann auch wieder komplett mit der Runde, Leute. Okay, das, wir haben 60 HP. Kein Leben mehr. Der Gegner wird gleich kommen und wird uns hier rasieren. Wir haben keine Mats. Wir haben 30 Mats. Bro, ich hoffe... Oh, das ist eine Kiste. Ich hoffe einfach, dass wir hier wenigstens ein paar Kills machen. Wie gesagt, es ist mir egal, Freunde. Ich hab's einmal... Einmal teste ich jetzt hier den ganzen Spaß. Und wenn ich down gehen sollte, gehe ich direkt raus. So ein Ding ist das. Dann ist das Video direkt vorbei, beendet und ich werde nie wieder Baumodus spielen. Ich sag euch ehrlich, dass, also Baumodus, ich kann eigentlich relativ gut bauen, würde ich sogar sagen. Aber mit dem Editieren ist das so eine Sache. Unten erledigen, komm, unten machen sie schon den Boss. Ich spiele halt lieber No-Build-Modus, weil ich deutlich besseres Aim habe. Und durch mein relativ gutes Aim, Freunde, rasieren wir auch relativ gut im Bildmodus. Man muss auch sagen, wir haben auch schon einige Preisgelder mitgenommen in Cups, irgendwelchen Herausforderungen. Also da... Oh ja! Ey, Bro, die Waffen machen unnormal viel Damage, ne? Die machen 51er Headshots, das ist schon krass. Überleg mal, wie schnell die Leute da down sind. Hier, guck mal meine Build-Skills an, Leute. Zack, 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 Links-Rechts-Kombination hier. Also ich muss ehrlich sagen, also wenn ich es auch schon wieder sehe, ich habe mich halt auch schon so dran an das extra Leben im No-Build gewohnt, dass das echt, die Gegner sind hier so schnell down im Baumodus. Aber ich hätte eigentlich so gedacht, damals, wo Fortnite diesen No-Build-Modus reingehauen hat, dass das der beliebteste Modus überhaupt wird oder bleibt. Es war ja auch mal eine Zeit lang der beliebteste Modus, aber die Leute hängen wirklich doll. Oh, die Headshots sitzen aber heute. Ich bin mehr als zufrieden. Also, ihr könnt nicht meckern. Wir haben jetzt schon 2 Kills. Eigentlich hatten wir 4 Kills, aber 2 Leute sind abgehauen. Also 2 Kills auf easy peasy. Ein paar Mats haben wir auch. Und jetzt werde ich mal unten reingehen
und gucken, dass wir hier eventuell mal ein paar gute Waffen bekommen. Obwohl, die sind noch... Boah, hier sind echt, glaube ich, noch viele Leute. Das ist hier Tilted Towers 2.0, ich sag euch ehrlich. Ich kenne aber auch den Weg nicht und ich weiß auch nicht, wo die Leute hier campen könnten. Hallo! Stani OG Player ist hier. Season 1 Renegade Raider. Guck mal, wir haben sogar einen, der zuguckt. Das ist auch immer krass, das muss ich sagen, das sehe ich eigentlich immer meistens zu, wenn ich so OG-Skins spiele. Die gucken immer zu, die Leute, und denken sich halt, boah, ein Renegade Raider hat mich gekillt. Okay, jetzt ist er weggegangen, aber so ist es zumindest meistens. So, die Minis nehmen wir nochmal mit hier. Und dann würde ich mal sagen... Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Bro, ich habe doch gar nichts gemacht. Weil ich habe jetzt den kompletten Alarm ausgelöst, weil die Kamera mich... Oder ist unten einer schon im Tresor? Junge, das ist... Safe ist hier unten einer. Ich kenne zwar den Weg nicht, aber ich hoffe, ich finde hier die richtige. Hier rein. Nee, ich glaube, falscher Weg. Oh, falscher Weg. Da ist hier... Ich glaube, hier sieht es gut aus. Dann werden wir den Kollegen mal... Headshot. Bro, ich sag dir ehrlich, die Waffen sind krass, ne? Und ich habe gerade mal die graue, Bro. Das ist so heftig. Oh, da, hallo. Ich bin Anfänger. Easy, Leute. Lemon Squeezy. Zack, Junge. Bauskill am Start. Und hier haben wir die goldene Drumgun. Das Ding ist, er hat die falsche Waffe ausgewählt. Bro, wer nimmt denn die goldene Drumgun im Gegensatz zu der MK7? Die MK7 ist doch tausendmal geiler. Ey, ich wollte jetzt unbedingt mal spielen. Ich habe die noch nicht einmal in der Season gespielt. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal in den Tresor rein. Ich muss mir das Ganze mal angucken, wie es hier aussieht. Also, hier haben wir... Boah, was ist das denn hier? Bro, ist das hier irgendeine... Yo! Alter, das sieht ja auch nochmal krass hier aus. Okay. Ja, krass, Leute. Also, großer Tresor auf jeden Fall. Ich finde krass, dass zwei so eine heftigen OP-Tresore drin sind. Also einmal hier und einmal an der anderen Location. Aber kann man machen. So, wir müssen jetzt aber langsam mal zusehen, dass wir in die Zone kommen. Und wir haben 4 Kills. Ich sag euch ehrlich, ich dachte eigentlich, wir gehen direkt down. Ich dachte wirklich, es ist komplett direkt erste Geschichte. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, was wir hier rauskommen. Ich habe auch keinen Plan, wie wir hier überhaupt rauskommen. So, erster Angriff, wichtig. Erster Angriff, sehr, sehr wichtig. So, wo geht's hier raus? Oh, nochmal hier, brauchen wir aber nicht mehr. Boah, das ist doch wie ein Labyrinth. Da sind noch irgendwie 1000 Kisten. Müssen wir hier lang? Junge, wie geht's hier raus? Ich beut's hier einfach ab, ist mir egal. Ich habe keinen Plan. Wir brauchen eh noch hier ein paar minimale... Hey, Leute! Ich bin immer noch ein bisschen krank, also nicht wundern, wenn ich hier ab und zu mal... Hä? Junge, wie geht's hier aus dem Dings hier raus? Ist das ein Labyrinth oder was? Okay, wir gehen mal hier hoch. Oh, Zone kommt, Hilfe! Mayday, Mayday. Oh mein Gott, wo geht's hier lang, Junge? Ich komme hier nie wieder raus. Warum bauen die das auch so kompliziert? Die sollten mal... Komm, wir nehmen mal einmal hier Dings hier. Medkit mit hier. Lieber auf Nummer sicher gehen. Weil irgendwo war ja hier noch ein Rift gewesen. Aber ich werde es wahrscheinlich auch nicht wiederfinden. Deswegen müssen wir laufen. Aber... Ja, Kamera. Nervt nicht. Kein Problem. Wir laufen einfach. Nehme ich, Leute. Jeder Gang macht schlank. Hier nehmen wir auch noch ein paar Mets mit. Ist das eigentlich so, dass jeder Gegner, den man killt, Mets liegen lässt? Ist das so? Nee, ne? Ist nicht so. Wieso finden wir hier so viele Mets? Ich glaube, die ganzen Leute haben die Mets sich mitgenommen. Da oben ist sogar nochmal ein Tresor und wir haben sogar einen Schlüssel. Vielleicht kriegen wir noch ein paar, einige OP-Items. Ich würde gerne dieses Doppelmagazin-Stromgewehr in Legendär haben. Ich glaube, da wäre es Gamechanger. Bitte Legendär! Ja, natürlich nur Müll. Brauchen wir nicht. So, hier ist sogar ein Kfz. Sehr gut, können wir nehmen. Ah, ey, komm. Los geht's. Ab in die Zone. Easy, Leute. Easy, easy, easy. Wir müssen uns gleich einmal kurz das Medkit gönnen. Ich werde aber das Medkit mir in der Zone gönnen, weil... Ja, vorne sind Leute. Sie seht hier, richtige Entscheidung wieder. Da merkt man einfach, sehr erfahrener Spieler Standard-Skill. Nie
direkt in die Zone fahren, immer kurz davor. Besonders bei einer Tix, das juckt ja eh nicht. Und vor uns ist irgendwo... Der ist low, Bro. Der ist low, Bro. Aber hier ist noch irgendein Third-Party-Spieler. Hier ist noch irgendjemand, der uns snipen will. Wo bist du? Misch dich doch nicht ein. Misch dich nicht ein, komm. Wo ist er? Ich muss aber sagen, die Waffen sind so stark, die können kaum bauen, ne? So stark sind die Waffen. Bro, der ist direkt wieder cracked, Junge. Hinterher. Hinterher da und ihm zeigen, was abgeht. Da brauchst du auch nicht hier im Haus campen. Ja, was will er da machen, Bro? Oh, hier kommt noch einer. Boah, die Waffen sind so stark, Junge. Und das gerade mal die grüne. Überlegt euch mal, man hätte eine legendäre oder eine mythische. Ich weiß gar nicht, ob davon überhaupt eine mythische gibt, aber das ist echt crazy. Der Typ ist auf jeden Fall extrem low. Den werden wir uns mal kurz... Wo ist denn der? Ah! Ah! So, dann werden wir uns mal auch hier das Movement-Item nehmen. Den Rambock. Manche Leute sagen Staubsauger dazu, aber irgendwie ist das eigentlich die Rambock-Rakete. Gut, wir haben 6 Kills. Ich bin, wenn wir jetzt down gehen, Leute, ich sage euch ehrlich, ich bin ultra zufrieden. Also, es kann, dass das Video überhaupt so lange läuft, ist für mich schon fast Rekord. Mein Bart juckt hier, Leute. Kann ja nicht sein hier. Oh, wer ist das? Ich will ein bisschen aufpassen. Ich will mich nicht direkt treffen lassen, weil ich finde halt, wir müssen... Guck mal, hier links diese Büsche, Leute. Die sehen auch echt ein bisschen verdächtig aus. Wir werden mal hier kurz auf High Ground gehen. Guck mal, rechts diese Büsche da, die sehen so verdächtig aus. Also ich weiß auch nicht. Verdächtiger geht's gar nicht. So, wo kommt der Typ? Komm, du hast doch gerade auf mich geschossen. Wo bist du, hä? Vorbei, Junge. Sieh mal round, Leute. Back, bald nur noch Baumodus. So ein Ding ist das. Das ist ja voll einfach. Und das direkt hier. Schön. Erste Round. Ja, wir können ruhig machen, Leute. Ich sag euch ehrlich, wir können ruhig machen. Ich würde sogar vielleicht auf die Insel gehen. Vielleicht haben wir Glück auf der Insel, dass wir uns da irgendwie die gute OP-Schrotflinte holen. Oder zumindest irgendeine OP-Waffe. Das wäre ganz geil. Kurz die Insel einmal einnehmen. Brauchen wir nicht mit Kit hier. Weil wir auch, wenn wir uns hier einen holen könnten, aber... auch weit und breit kein Paulberger zu sehen. Also overall, Leute, ich habe jetzt schon ein bisschen die Season gespielt, mal zum Feedback zu kommen, wie ich die Season finde. Ich muss echt sagen, es ist wirklich seit langem eine sehr, sehr spaßige Season. Ich finde halt die Waffen auch sehr gut gelungen. Ich finde das Movement gut gelungen, hier mit diesem Rambock und so. Overall ist es wirklich eine, ich muss echt sagen, eine sehr solide Season. Ich würde ja sogar eine 8 von 10 geben. Die Frage ist natürlich auch, was für zukünftige Updates jetzt in der Season kommen, ob die Spieler bei Laune gehalten werden und ob die Leute hier überzeugt sind. Hey Bro, wo sind die Rifts? Hier waren doch sonst immer Rifts gewesen. Aber wie gesagt, der Fortnite setzt ja eh gerade aktuell viel auf Creative-Modus. Also ich glaube auch so die Zukunft wird eh Creative-Modus sein. Das hatten wir ja schon mal vom halben Jahr angesprochen. Und so wird es auch weiter bleiben, obwohl Battle Royale natürlich immer... Boah, den holen wir uns, Leute. Den holen wir uns, komm! Okay, wir können... Das war's gewesen, Bro. Der Typ... Das war's, Leute. Ich merk's schon. Ich merk's schon, der hat Bock, Leute. Der ist auf jeden Fall nicht ohne, deswegen mal kurz hier den Trank nehmen. Normalerweise, ich würde jetzt, glaube ich, abhauen, aber ich
Nee, ich muss ihn killen, Leute. Junge, guck mal, das ist das Ding, Leute. Der beste Spieler. Er hat 10 Kills. Es ist hundertprozentig. Ey, wollen wir wetten? Ich wette mit euch. Ich sag euch, der Typ wird die Runde gewinnen. Wenn nicht, ich sag ehrlich, wenn der Typ nicht die Runde gewinnt, könnt ihr disliken. Wenn er die Runde gewinnt, lasst ihr alle ein Like und ein Abo da. Aber es ist der beste Gamer, ich sag ehrlich. Ich sehe es doch schon direkt. Bro, er hat 10 Kills und baut Flickflack, Bro. Er baut sich da Pyramide, er baut sich jetzt erstmal ein halbes Hotel, wo er jetzt Campingauftrag machen wird. Und dann nimmt er hier die Flagge ein. Auf ganz easy, Bro. Es leben noch 6 Leute. Und er spielt auch den größten Schwitzer-Skin. Was ist das überhaupt für ein Skin? Ich kenne den gar nicht. Ich glaube, das war doch irgend so ein Cup-Skin. Die konnte man auch. Ist das nicht hier Fake Renegade Raider? Ist das nicht hier Renegade Raider auf Wish bestellt mit dem Helm oder was? Junge, Junge, Junge. Das ist auch typischer Schwitzer-Skin. Ich sag's mir ehrlich. Guck mal hier. Was nimmt er jetzt mit hier für Waffen? Bro, ich sehe es ja jetzt erst. Er hat goldene MK7. Stark. Junge, er lässt sogar die Schrotflinte liegen. Die mythische. Aber das scheint ja wirklich, dass die Spaß so OP ist. Dass die besser ist als die mythische. Krass. Das ist heftig, oder? Das finde ich auf jeden Fall sehr krass. Ja, ich bin mal gespannt, wer den nächsten Gegner sieht. Also dann wird der... Guck mal, er hat Chuck alles dabei. Ey, das ist wahrscheinlich so, dass die Waffen rotieren, ne? Dass eine Waffe mal in dem Tresor ist und die andere Waffe mal in dem Tresor. Und dass man dann immer Glück haben muss, welche Waffe man kriegt. Yo, was ist das denn? Er trifft ein zweimal auf 180 Meter. Bro, was ist das denn? Der Rest der Lobby einfach nur noch Bots. Geil. Stark. Sehr, sehr strong. Baba-mäßig. Super duper. Das kannst du doch nicht ausdenken, ey. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und den Typen... Ich wollte abhauen. Ich hätte abhauen sollen. Ich hätte mich gar nicht auf eine Konfrontation mit solch einem Skin einlassen sollen. Da hätte auch direkt der Aura-Skin um die Ecke kommen können. Da hätte ich auch direkt abhauen können. Das sind doch... Bro, die spielen ganz Tag nur Solo-Bauen hier. Solo-Bauen, Solo-Bauen. Bro, er hat 13 Kills. Und guck mal, er sucht die ganze Zeit Gegner. Er hat richtig Bock, hier High-Kill-Round zu machen. Er hat Bock, hier die 20er zu machen. Ohne unter 20er wird gar nicht hochgeladen. Ey, was mache ich jetzt hier? Ah, ich wollte wechseln. So, zack, hier, wechseln. Okay, hier haben wir Dieb mit Sieb, Leute. Dann haben wir Organi... Guck mal! Wem haben wir noch? Guck mal, das ist zu krass. Das ist so krass. Was sind das für Lobbys? Also, das kann doch nicht wahr sein. Ich treffe wirklich den besten Spieler der Runde. Ja, okay, guck mal, was er macht, Ja, okay, alles gut. Ihm geht's gut. Kurz mal im Trainingslager gewesen, er ist auch schon Level 46, die Caesar hat gerade mal angefangen. Und ich glaube nicht, dass der sich irgendwas gekauft hat. Der Typ hier hat eh den lostesten Skin überhaupt. Was macht der andere Typ hier? Dieb mit Sieb. Er beobachtet ihn hier. Guck dir mal die Gegner an. Was ist das denn? Also wenn der nicht gewinnt, fresse ich 3 Besen, ich sag's dir ehrlich. Bro, da fresse ich 4 Besen. Ich sag ehrlich, wenn der gewinnt, ich donate jeden 5 Euro. Könnt ihr mir auf die E-Mail-Adresse schreiben. Ich habe zwar keine E-Mail-Adresse, aber jeder, der zuschaut, hier 5 Euro. Wenn der nicht gewinnt, für jeden 5 Euro. Der wird sowas von gewinnen. Aber warte mal, wenn 100.000 Leute das Video sehen und jeder 5 Euro will, dann melde ich schon mal Insolvenz an, Freunde. Aber ich sag euch, Chorus Krokodil hier, das Krokodil wird gewinnen. Mit Ansage. Da brauchen wir nicht drüber philosophieren. Das wird easy. Guck mal, er sucht die Gegner. Die Gegner verstecken sich aber. Dieb mit Sieb ist hier in Brutal Bastion unterwegs. Er ist schon in die Zone rein rotiert. Was macht unser andere Kollege? Er sucht, Leute. Und der Typ ist eh absolut lost. Keine Ahnung, was der macht. Junge, was sind das hier überhaupt für Wärmpilze? Warum schießt der die kaputt? Junge, was ist seine Mission? Lass doch mal die Pilze in Ruhe. Oh. Der hat echt keine Hobbys. Oh, erster Fight hier. Großer Fight. Dieb mit Sieb gegen Organic.
Organic mit dem Halo-Skin, Deep mit Sieb, glaube ich, wird's machen. Der wird's machen, Leute. Ich sage euch ehrlich, also der wird nicht gewinnen, aber der wird jetzt den anderen Organic killen. Ja, ja, ja. Oh, der ist... Oh, 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 Bro, den schießt den... Oh Gott, er ist lebensmüde. Er ist lebensmüde. Er schießt gerade den besten Spieler in der Lobby an. Stark. Oh, jetzt kommt der Kollege. Dicker Fight. Ja, das war's, Bro. Das war's. Da freut er sich. Da freut er sich. Da hat er 3 Kills. Aber wenn er wüsste, wer da kommt... Er hat relativ gutes Aim, muss man sagen, aber er wird keine Chance haben. Besonders nicht im 1 gegen 1, wo es jetzt auch... Was macht er denn jetzt hier? Guck mal, er nimmt ganz gemütlich Chuck-Chuck. Der hat noch 2 Godslurper. Und nimmt jetzt hier auf Disrespect. Super Chuck-Chuck. Wisst ihr warum? Weil er es kann. Ja, gönn dir, komm. Warum nicht? Warum nicht? Stark. Und jetzt sucht er den Gegner. Na, wo ist er? Der wird sich so verstecken, der andere. Er hat 15 Kills. Er wird die Runde mit 16 Kills beenden. Und ich war auch in der Runde drin gewesen. Das Problem ist, jede Runde gibt es so übelste Tryharder. Oh, 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 Bro. Dieb mit Sieb, der überrascht mich aber hier. Jetzt sucht er ihn, jetzt sucht er ihn, komm. Wo ist er, hä? Wo ist er? Bro, er campt, der andere campt da hinterm Busch, hinter Baum, links, weiter, links. Junge. Aber guck mal, er weiß, hä, weiß er, wo er ist? Hat der Wallhack? Ist das ein Wallhacker? Nee. Bro, er weiß aber, der ist irgendwie in der Richtung hier, ne? Hä? Keine Ahnung, wo er es wusste, aber er ist anscheinend, also er ist auf jeden Fall legit unterwegs. Das war's gewesen. Tschüss mit Öl, Leute.